Was ein schöner Schuppenkarpfen. Fast 23 Pfund. Hier gefangen am kleinen Fluss. Damit hallo und herzlich willkommen zu meiner Serie zum Karpfenangeln. Ich zeige dir alles zum benötigten Gerät zum Karpfenangeln, Demontagen, Ködern, Anfütterungstechniken und wie du deinen Fang auch richtig fotografierst und vieles mehr. Viel Spaß mit den nächsten Videos. In diesem Video heute möchte ich mit dir über Köder zum Karpfenangeln sprechen. Ich habe hier mal eine ganze Auswahl an verschiedenen Karpfenködern vor mir ausgebreitet und die will ich mit dir zusammen Stück für Stück durchgehen. Fangen wir mal an mit dem Klassiker schlechthin zum Karpfenangeln, von dem du bestimmt schon mal gehört hast. Nein, ich rede nicht von Boilies, sondern ich rede von Dosenmais. Genau, ganz einfacher, stinknormaler Dosenmais aus dem Supermarkt ist ein hervorragender Köder für Karpfen. Und zwar nicht nur für kleine Karpfen, sondern auch für richtig große Karpfen. Ja, Dosenmais ist fertig zubereiteter Mais in Dosen, den wirst du kennen vom Kochen, Chili con Carne, Salat mit Mais und so weiter. Und ist eigentlich so der klassische Angelköder schlechthin, neben den anderen Naturködern wie Würmer, Maden und so weiter. Dosenmais hat einfach durch die spezielle Zubereitungsart einen sehr, sehr süßen Geschmack und ein sehr, sehr wohlriechendes Aroma. Und die Karpfen scheinen dieses Aroma einfach zu lieben. So wie viele andere Friedfische auch. Mais ist auch ein sehr, sehr guter Köder für Schleien, Brassen, Rotaugen und so weiter. Richtig eingesetzt kannst du aber mit Dosenmais auch sehr, sehr gut ganz selektiv große Karpfen fangen. Und zwar immer dann, wenn du Fische, einzelne Fische oder auch eine Gruppe von Fischen ausgemacht hast und diese gezielt anwerfen kannst. Also bei dem sogenannten Stalking. Von dieser Angelmethode hast du vielleicht schon mal gehört. Ich persönlich setze Dosenmais mittlerweile relativ selten als Hakenköder für große Karpfen ein, aber sehr, sehr gerne in meiner Futtermischung. Wir sehen gleich noch ein paar andere Köder oder Anfütterungsköder, die sehr, sehr gut zum Karpfenangeln eingesetzt werden. Und die in der Mischung erzeugen einfach eine sehr, sehr starke Lockwirkung auf die Fische. Dosenmais hat leider den Nachteil, dass er sehr, sehr weich ist und somit sehr gerne auch von anderen kleineren Friedfischen gefressen wird. Und somit ist es nicht unbedingt der selektivste Köder für größere Karpfen. Trotzdem kannst du mit 3, 4, 5 Maiskörnern, Dosenmaiskörnern auf das Haar aufgezogen, sehr, sehr gut nach wie vor auf Karpfen angeln und kannst dich eben dann auch über Beifänge in Form von großen Brassen, Schleien, Barben und so weiter freuen. Etwas selektiver als der weiche Dosenmais ist Hartmais. Und zwar gekochter Hartmais. Das ist im Prinzip der Rohstoff für den Dosenmais, den du in Futtermittelhandlungen kaufen kannst. Man lässt diesen Mais einfach über Nacht einweichen, kocht ihn dann auf, lässt ihn so circa 10 Minuten köcheln und hat dann einen relativ harten, etwas selektiver wirkenden Köder im Vergleich zu Dosenmais. Dieser Hartmais oder auch Dosenmais fällt unter den Oberbegriff Partikel, Partikelköder. Davon hast du vielleicht schon mal gehört, da wird es aber auch noch separate Videos zu diesem Thema geben. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos heute sprengen, denn heute möchte ich dir erstmal einen ganz allgemeinen Überblick über die verfügbaren Karpfenköder geben. Ein weiterer klassischer Köder neben Dosenmais und Hartmais sind Boilies. Natürlich, Boilies sind in aller Munde und tatsächlich sind Boilies auch ein sehr, sehr schöner Karpfenköder, weil Boilies eben sehr, sehr selektiv wirken. Sprich, eben nur in einer gewissen Größe von größeren Fischen auch gefressen werden können. Es gibt Boilies in verschiedenen Größen. Ich habe so im Standard immer 20 mm im Einsatz. Gibt es auch mit 18 mm Durchmesser, 16 mm Durchmesser, 14 und so weiter. Ich habe heute auch ganz kleine sogenannte Mini-Boilies dabei. Das sind also Boilies mit 10 mm Durchmesser, also 1 cm, die von vielen Friedfischanglern zum gezielten Angeln auf große Rotaugen, Brassen, Schleien und so weiter eingesetzt werden können. Die aber in Mischung mit größeren Boilies auch sehr, sehr gute Karpfenköder sind. Auch als Hakenköder, aber vor allem zum Anfüttern, weil sie eben den Futterplatz sehr, sehr schön aufbauen, dadurch, dass sie eben auch kleinere Fische anziehen, auf den Futterplatz locken und das lockt wiederum die größeren Fische und somit auch die größeren Karpfen an. Boilies gibt es in unglaublich vielen Geschmacksrichtungen. Es gibt süße Boilies, salzige Boilies, fruchtige Boilies, cremig, milchige Aromen, fischige Boilies. Es gibt also eine riesige Auswahl an verschiedenen Aromen und auch Zusammensetzungen der Mixen. Unterscheiden kann man Boilies grob in zwei Kategorien. Einmal in die sogenannten Kohlenhydrat-Boilies
und dann in die sogenannten Fischmehl-Boilies. Ja, die Kohlenhydrat-Boilies, das sagt der Name eigentlich schon, sind also auf Mehlen, Maismehl, Sojamehl, Vogelfutter, also alles, was sehr, sehr viel Kohlenhydrate, Stärke enthält, aufgebaut. Im Gegensatz dazu sind eben Fischmehl-Boilies auf Fischmehlbasis oder auch gemahlenen Fischpellets aufgebaut. Was an deinem Gewässer funktioniert, musst du für dich selbst rausfinden. Es gibt durchaus Gewässer, wo eben Fischmehlboilies sehr, sehr gut funktionieren und Kohlenhydratboilies gar nicht und umgekehrt. Ich mache es eigentlich immer so, wenn mir ein Gewässer noch nicht so gut bekannt ist, was die Vorlieben der Karpfen betrifft, dann füttere ich meistens beide Sorten an. Fisch eine Route mit Kohlenhydratboilies, eine Route mit Fischmehlboilies und guck dann einfach, wie so die Bissausbeute ist im Vergleich. Ich war gestern zum Beispiel hier an der Stelle, die ich mir präpariert habe mit Partikeln und Boilies und konnte einen Karpfen fangen auf die süßen Boilies und eine große Barbe fangen auf die Fischmehlboilies. Wie genau Boilies angeködert werden und welche Montagen man zum Angeln mit Partikelködern einsetzen kann, das zeige ich dir in einem separaten Video. Neben den sinkenden Boilies, die du eben zum Anfüttern, zum Vorfüttern einsetzen kannst, gibt es auch sogenannte Pop-Up-Boilies oder auch Wafter-Boilies oder Wafter-Boilies. Ja, Pop-Up-Boilies haben im Gegensatz zu Waftern einen sehr, sehr starken Auftrieb. Das heißt, mit einem entsprechend großen Pop-Up-Boilie von 16, 18 oder 20 mm wird dein ganzes Vorfach auftreiben. Und wenn du jetzt den Abstand zwischen Boilie und Gewässerboden einstellen möchtest, dann musst du mit einem Gegengewicht arbeiten. Das kann ein kleines Bleischrot sein oder Knetblei. Aber diese ganzen Details zu Montagen und genauen Anköderungsmethoden erkläre ich dir in einem separaten Video, in dem wir uns nur die Rigs, nur die Montagen anschauen. Wafter im Gegensatz zu Pop-Ups haben auch einen Auftrieb, sind teilweise je nach Hersteller in sich schon ausbalanciert. In der Regel haben sie aber einen ganz, ganz leichten Auftrieb, müssen allerdings im Gegensatz zu Pop-Up-Boilies nicht ausbalanciert werden. Das heißt, Wafter treiben immer so weit auf, wie dein Haar lang ist. Das heißt, durch das Hakengewicht alleine wird der Wafter am Boden gehalten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ganz kleine Wafter mit 10 mm Durchmesser. In einer sehr, sehr auffälligen Färbung auch. Das sind also sogenannte Flurfarben. Die setze ich heute ein beim Angeln mit Tigernüssen. Ich habe also zwei Tigernüsse aufs Haar gezogen und so ein Wafter als optisches Highlight, damit die Fische eben auf den Köder auch optisch aufmerksam werden. Pop-Ups gibt es auch wie die normalen Boilies in verschiedenen Farben. Also ich habe hier zum Beispiel relativ helle, auffällige Pop-Up-Boilies, die eine große visuelle Attraktion auf die Fische ausüben und Pop-Ups, die naturbelassen sind. Da musst du einfach an deinem Gewässer für dich ausprobieren, was bei dir am besten funktioniert. Da kann man keine generellen Empfehlungen geben. Jetzt haben wir gerade schon ganz kurz über Particles, also Partikelköder gesprochen, über Mais. Du hast Tigernüsse gehört. Darum will ich dir mal ganz kurz erklären, was unter diesem Begriff gemeint ist. Particles im Englischen oder im Deutschen Partikelköder sind Sämereien oder auch Bohnen, also natürliche Köder, die meistens als Beifutter oder zum Anfüttern eingesetzt werden. Das sind also Köder wie den gerade angesprochenen Mais. Hanf ist auch ein sehr, sehr guter Partikelköder. Das ist ein Köder, der eine sehr, sehr hohe Attraktivität auf die Karpfen ausübt. Und das kann so weit gehen, dass der Karpfen wirklich extrem fixiert ist auf diese ganz kleinen, dunklen Körner und gar keine anderen Körner mehr drumherum frisst oder auch keine Boilies mehr drumherum frisst. Und deswegen ist es wichtig, wenn man mit Hanf anfüttert, gerade wenn man vorfüttert, dass man auch andere Partikelköder oder eben Boilies mit füttert, dass der Karpfen eben nicht so selektiv auf diesen Köder sich einschießt. Andere Partikelköder sind zum Beispiel Tigernüsse, die ich heute auch mit dabei habe, die auch sehr, sehr schöne, selektive Hakenköder sind, weil sie eben sehr, sehr fest sind und auch etwas größer als Maiskörner sind. Daneben auch noch Bohnen, du kannst Weizen eben, Gerste, aber auch Haferflocken, wenn du die vorquillst oder aufweichst, das sind auch eine Art von Partikelködern. Kichererbsen, also alles so in dieser Größenordnung an Bohnen bzw. Sämereien, das fällt unter den Oberbegriff Partikel. Ich werde zu diesem Thema auch noch ein separates Video aufnehmen. Da werde ich dir auch genau zeigen, wie du die einzelnen Partikelköder vorbereitest, weil das ganz, ganz wichtig ist. Zum einen mal für die Attraktivität auf den Karpfen, aber auch was das Thema Sicherheit für den Fisch und für die Verdauung des Fisches anbetrifft. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade
Dinge wie Tigernüsse, Bohnen, aber auch Hanf. Diese Köder bedürfen einfach einer besonderen Zubereitung, damit sie für den Karpfen eine sichere Nahrungsquelle sind. Relativ eng mit den Partikeln verwandt sind die sogenannten Pellets. Das ist also ein gepresstes Produkt, was aus der Fischzucht stammt. Also damit werden kleine Forellen, kleine Lachse, aber auch Karpfen aufgezogen, gefüttert. Und das ist natürlich eigentlich so der perfekte Angelköder. Es gibt wie bei den Boilies Partikel in den unterschiedlichsten Größen. Es gibt ganz feine Mehle und ganz große Partikel, die du ohne weiteres als Hakenköder auch einsetzen kannst. Ich persönlich fische Partikel meistens als Beifutter in einem kleinen PVA-Beutel. Sie lösen sich im Wasser nach einer gewissen Zeit auf und haben damit eine sehr, sehr hohe Lockwirkung auf Karpfen über die löslichen Bestandteile. Und deswegen setze ich sie, wie gesagt, ganz gerne in einem PVA-Beutel ein, um die Fische auf den Hakenköder aufmerksam zu machen. Du kannst größere Pellets auch sehr, sehr gut als Hakenköder einsetzen. Es gibt die also bis 20 mm oder noch größer. Wichtig dabei ist dann nur, dass du dir direkt Pellets kaufst, die schon eine Bohrung haben, damit du die Pellets auf das Haar ziehen kannst. Oder du hast einen sogenannten Bait Drill dabei, also einen kleinen Mini-Bohrer, mit dem du ganz einfach eine Bohrung in deinen Pellet bohren kannst und somit den Pellet dann aufs Haar aufziehen kannst. Ein Köder, den viele vergessen, der eigentlich auch kein richtiger Köder ist, sondern mehr ein Lockmittel, das ist Groundbait, also ganz normales Grundfutter. Das kann tatsächlich ganz normales Grundfutter sein, was du zum Stippen, zum Friedfischangeln, auf Rotaugen, Brassen und so weiter einsetzen kannst. Ich habe jetzt hier ein spezielles Grundfutter dabei zum Karpfenangeln. Da sind also würzige Bestandteile mit drin, eine Gewürzmischung und auch verschiedene Krustentiermehle drin, was natürlich eine sehr, sehr große Lockwirkung hat auf Karpfen. Also Karpfen ernähren sich ja in der Natur auch von Schlammröhrenwürmer, von kleinen Krebsen, Muscheln und allgemein von tierischem Protein. Somit haben diese Krustentiermehle eine sehr, sehr große Lockwirkung auf Karpfen. Das Grundfutter hat noch einen netten Nebeneffekt neben der eigentlichen Lockwirkung. Es klebt. Du kannst mit einem angesetzten Grundfutter, also mit wassergemischtem Grundfutter, sehr, sehr schöne Teigballen formen oder Grundfutterballen, die dann im Wasser schön zerfallen. Und das ist der perfekte Träger für kleine Mini-Boilies, für Partikel, für Pellets, um diese Köder auch auf größere Distanz anfüttern zu können. Ja, du hast gesehen, es gibt unglaublich viele Köder, die du zum Angeln auf Karpfen einsetzen kannst. Die so am besten und einfachsten verfügbaren Köder sind sicherlich Fertigboilies und auch der Dosenmais. Aber daneben gibt es eben noch ganz viele andere Köder, die vielleicht außer dir sonst kein Angler an deinem Gewässer einsetzt. Und damit alleine kannst du dich schon sehr, sehr gut von den anderen abheben und somit eben erfolgreich auf Karpfen angeln. Schön, dass du noch mit dabei bist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du hast gesehen, wie viele Köder es zum Karpfenangeln gibt, außer den dir wahrscheinlich schon bekannten Boilies. Gib den Ködern allen mal eine Chance. Du hast gesehen, es sind viele Köder auch dabei gewesen, gerade die Partikelköder, die im Vergleich zu Boilies doch wesentlich preiswerter sind. Und das sind eben die optimalen Köder zum Vorfüttern, also zum Anlegen eines Futterplatzes. Oder auch Köder, die du sehr, sehr gut natürlich als Beifutter beim eigentlichen Angeln einsetzen kannst. Oder im Falle von Mais und Tigernüssen auch sehr, sehr gut als selektiv wirkender Hakenköder verwenden kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Lass gerne einen netten Kommentar da oder auch eine konstruktive Kritik. Wenn du kein Abonnent bist dieses Kanals, dann klick doch unten mal auf Abonnieren, aktiviere dann auch die Glocke und die Benachrichtigung, dann wirst du automatisch über jedes neue Video von mir informiert und verpasst keines der nächsten Videos auf diesem Kanal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.